Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von Hydroponics, dem Farm and Store Simulator. Wir sind in der dritten Folge und nach dem letzten Live hat es noch ein kleines Update gegeben, mit aber zwei ganz netten Geschichten schon mal. Also das Spiel kommt so langsam in die Richtung, wie wir es brauchen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Auf geht's. Ja, und willkommen ins Spiel. Wir laden das Ganze mal, weil das geht ja bei dem Spiel immer direkt los. Wir hatten ja letzte Mal auch irgendwie mittags aufgehört, deswegen sind wir mitten am Tage und da wollen wir nichts verpassen. Und das erste Update seht ihr schon direkt auf Anhieb. Hier steht nämlich jetzt dabei, was es für Sachen sind, die wir hier quasi in den Boxen haben. Das ist schon mal eine gute Erleichterung und ich würde sagen, da der Laden ja, ist er überhaupt offen? Ich gucke mal ganz kurz in die Tür. Ja, die Türen sind offen, aber wir haben nichts draußen. Würde ich dann schon mal direkt anfangen, hier ohne lang zu schnacken, hier wieder was aufzufüllen. Und wir gucken uns dann nachher an, was es noch alles so zu tun gibt. Ja, und dann zeige ich euch auch noch, was es sonst noch an Neuigkeiten gibt. Die zweite Geschichte betrifft nämlich dann die Mitarbeiter. Und da hat man auch eine schöne Sache gemacht. Ich muss das mal eben kurz ein bisschen leiser machen. Ich merke, es ist relativ laut hier. Hier haben wir nochmal Kopfsalat. Den können wir ruhig mal doppelt setzen. Und die Dame greift auch direkt wieder zu. Ja, nochmal kurz ein paar Worte zum letzten Live. Übrigens ist hier nur, ach, Eisberg, da hinten sehe ich es noch. Das war natürlich auch wieder eine tolle Sache. Also vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Hat echt Spaß gemacht, ne? Ach, das habe ich ja auch Kopfsalat gegriffen. Jetzt haben wir hier aber nur Kopfsalat auf der Seite. Macht nichts. Ja, hat wirklich mega Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich nicht immer so hinschauen kann, weil ich ja auf das Spiel fixiert bin. Ich hatte es ja dann auch geschrieben, aber trotzdem hat das mega Spaß gemacht. Und ich finde schön, dass sich da so eine Community entwickelt hat. Und ja, wenn ihr regelmäßig dabei seid, dann würde mich das sehr freuen. Das ist der Eichblattsalat. Den hatte ich doch hier schon. Genau, ein bisschen was haben wir schon da. Aber nicht alles. Jetzt hätte ich nur den Kopfsalat, den ich leider doppelt platziert habe. Haben wir hier hinten noch was ohne Flackern und Flimmern. Das sind ja die besseren Qualitäten. Ich sage immer wieder mal was dazu, falls ja neue Spieler dazukommen. Und wiederhole das auch ganz gern mal. Das ist der Eisbergsalat. Den hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Und guck mal, hier ist auch wieder frei. Dann können wir uns da ja wieder austoben. Wir haben ja festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht so viel brauchen. Das ist auch Eichblatt hier viermal. Eichblatt, ach normal, Entschuldigung, jetzt hab ich's auch falsch gesehen. Durch das Flimmern da hinten. Ja, dass wir gar nicht so viel Warenträger brauchen, hatten wir ja festgestellt. Also von daher momentan noch nicht, aber da will man ja auch dran arbeiten, dass wir uns das da ein bisschen einfacher gemacht wird. Das Auffüllen ist jetzt schon mal besser, aber ich finde es jetzt immer noch strange, dass alles immer sofort verkauft wird. Und wenn du dann den Preis nach oben gehst, dann bist du nachher doch wieder zu teuer, ne? Also von daher schwierig, da die richtigen Einstellungen zu finden. So, 12-mal haben wir hier noch den Kopfsalat drin. Nehmen wir doch noch mal einen zweiten Tisch. 17:13 Uhr haben wir. Eichblatt, Kopf, komm, dann nehmen wir nochmal den Eichblatt mit, wo wir ihn gerade hier haben. Der ist ja dann hier drin. Auch leer, wunderbar. Was ist auf der Seite noch? Kopf, 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 alles Kopf, aber alles flimmert. Man kann es auch auf der Kiste sehen anhand des Sterns, ne? Also von daher, ich nehme mal die Kiste jetzt da weg. Die stört mich, dass sie da so ein bisschen schräg steht. Haben wir aber gerade nichts frei, dann nehmen wir nochmal das. Kopfsalat nochmal raus damit. Oh, jetzt habe ich den weggeschmissen, aber alles gut. Kopf, Kopf. Wir hatten, glaube ich, nachher nur noch wegen den Zielen Kopf, Kopf gemacht. Also jetzt gerade haben wir ein Ziel, aber das gucken wir uns ja gleich an, ein vertikales Türmchen zu bauen. Also noch eins. Da haben wir ja schon eins von. Also haben wir unsere Ziele des Verkaufens von Eichblatt und Co. haben wir dann auch geschafft. Deswegen haben wir jetzt aber auch momentan nur die beiden Salate hier. Und die Fische sind ja noch gar nicht drin. Ich hoffe einfach, dass wir die in dieser Folge mal schaffen. Während sich die zwei da gerade hinten richtig zanken. Ich müsste auch mal gucken, was ich hier habe. Habe ich noch gar nichts mehr. Ein so ein Päckchen haben wir ja noch da. Können wir einfach mal hier reinwerfen und dann gucken wir mal eben zusammen in die Tab-Geschichte. Also, wir sollen jetzt hier sind in der 7, Kapitel 7. Genau, das hatten wir ja beim letzten Mal freigeschaltet, dass wir nämlich in diese Fischgeschichten kommen. Der Tilapia, den müssen wir gleich kaufen und den Pangasius. Also, wir kommen jetzt definitiv an die Fische und das ist ja gut. Aber erstmal sollen wir noch ein vertikales Türmchen bauen. Ich würde aber sagen, wir bauen oder füllen noch mal eben bis zum Feierabend fleißig auf, denn das geht ja immer relativ schnell weg und dann gucken wir uns die andere Geschichte doch gerne noch an. Ist da hinten auch Kopfsalat? Ja, dann werden wir den einen noch da reinputzen. Es gibt immer noch keine Mülleimer, also immer alles rausschmeißen.
in die Gegend hinein. So, jetzt machen sie gerade nichts, weil sie nichts anpflanzen können. Ich sollte denen eigentlich doch mal irgendwas holen. Dann machen wir mal, dass wir wieder ein bisschen mehr Vielfalt haben. Also stört mich jetzt schon. Haben wir irgendwas Neues freigeschaltet? Eichblatt, Eisberg haben wir gerade zu Genüge gehabt. Auch der Kopfsalat. Bei 9 kommt dann die Tomate, der Schnittlauch und der Kohl. Das sind dann die nächsten drei Sachen. Aber ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein bisschen. Ich finde Basilikum und Minze immer ganz gut. Lass uns mal 3-3 machen. Und dann nehmen wir uns noch einmal den Rucola dazu. Kommen auch dreimal. Dann können die Jungs doch erstmal wieder pflanzen. Und wir können noch ein bisschen auffüllen. Wobei wir haben 19 Uhr, also der Laden ist zu. Insofern haben wir da jetzt nichts zu befürchten. Dann können wir den Laden ja auch mal eben zumachen. Dann sehen wir nämlich auch nochmal Statistik. Und machen ihn erst auf, wenn wir dann alles andere besprochen haben. 879 haben wir hier eingenommen. Haben einen Gewinn von 801. Da hat an diesem Tag jetzt nicht so viel stattgefunden. Aber alles gut. Ein Vertrag Ihres Mitarbeiters ist abgelaufen. Bitte verlängern Sie über das Tablet. Okay, das wurde uns bei dem einen, meine ich, nicht angezeigt. Dann gehen wir mal direkt da drauf. Mitarbeiter entlassen. Aber hier steht ja gar nichts. Wir sind alle drei noch angestellt. Also vielleicht ist es am nächsten Tag. Endet in 4 Tagen. Ach, da minus ein Tag. Okay, wo soll ich jetzt verlängern? In 0 Tagen. Dann muss ich ihn dafür erst entlassen. Sind Sie sicher, die Entlassung wird warten, bis Ethan die aktuelle Aufgabe abgefüllt hat. Da verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also sie sind ja noch drin. Ich gucke mal eben, ob Ethan da hinten noch rumläuft. Sonst gucken wir gleich nochmal rein. Kann ja wirklich sein, dass es wirklich noch seine Arbeit zu Ende macht. Da macht er nämlich gerade. Okay, dann ist gut. Übrigens Mitarbeiter. Und da gehen wir jetzt auch mal rein. Wir hatten ja dann beim letzten Mal festgestellt, dass wir hier mit diesem Symbol, dass die Prioritäten einsetzen können. Also quasi Pflanzen. Da ist er zum Beispiel mit 50, ist seine stärkste Stärke. Danach käme Ernte. Und dann käme Wartung. Und deswegen haben wir ihn ja so eingestellt. Was jetzt auch noch neu ist mit dem Update, ihr könnt jetzt sagen, er soll nur die Prioritäten hier oben setzen. Also Prioritäten hier rausnehmen. Und dann wird er wahrscheinlich nur Bepflanzung machen. So verstehe ich das zumindest, wenn man die beiden Häkchen hier rausnimmt. Ja, so könnte man jetzt sagen, er soll nur einpflanzen. Guck mal, er ist jetzt weg. Ah, okay, dann hat er seine Arbeit, also sie, Entschuldigung, Isabella. Sie hat ihre Arbeit beendet und ist deswegen weg. Bei ihr stand auch schon minus 1. Dann stellen wir sie wieder ein, denn wir würden sie ja weiterhin gerne beschäftigen. Und sie hat hauptsächlich Wartung, dann nehmen wir das auch mal raus. Und er hatte hauptsächlich Ernte. Dann haben wir ja alle, macht der eine nur das, der andere nur das. Und so machen sie das, was sie am besten können. Schauen wir uns das mal an, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also auch das ist neu und das finde ich auch gut. Wir sollen jetzt ein neues vertikales Türmchen bauen. Warum auch immer, wir haben ja schon eins oder zwei haben wir schon, ne? Guck mal eben, vertikales. Ach, guck mal, hier ist auch noch was Neues. Eine Warenbox. Ideal für mittelgroße Ernten, bietet eine organisierte Lagerung für eine moderate Menge an Pflanzen oder Fischen. 72 Stück passen da rein. Okay, die muss man für 750 kaufen. Auch interessant. Und die hier gab es ja auch noch nicht, die Warenbox klein. Ideal zum Aufbewahren kleinerer Mengen ist dasselbe, aber erhält mit 48. Das finde ich gut. Sollen wir uns da mal, wie viel Geld haben wir eigentlich? 15.000. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal so eine Kiste. Ruhig auch direkt die große. Haben wir getan. Ist die dann direkt hier? Da steht sie ja auch. Und nehmen die Leute sich das jetzt oder muss ich die nehmen? Schauen wir mal. Ich lasse erstmal stehen und gucken wir mal, was die Leute damit machen. So, wir sollten aber eigentlich das vertikale Türmchen kaufen. Hier kommen übrigens auch noch neue Boxen, größere Boxen mit 108 und 144. Das finde ich ja echt genial. So, und hier war dieser vertikale, den hatten wir doch wirklich noch nicht. Jetzt habe ich den verwechselt. Das PVC-Rohr haben wir nämlich gebaut, aber den vertikalen Turm kennen wir nicht. Den kaufen wir uns jetzt, ein platzsparendes hydroponisches System, bei dem Pflanzen vertikal in gestapelten Säulen wachsen. Wasser und Nährstoffe werden von unten gepumpt und zirkulieren durch den Turm, um alle Pflanzen zu versorgen. Passen 24 Pflanzen rein, also weniger wie hier vorne, aber dafür ein paar mehr Fische, nämlich 18. Zack. Was ist denn da die ganze Zeit am Ploppen? Irgendwas ploppt da die ganze Zeit. Hört ihr das auch? Hier ist es nicht. Aber in dem Raum ist es. Jetzt ist es auch nicht mehr. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, oder? War das nur bei mir? Sei es drum, es ist weg. So, dann bauen wir das wieder IKEA-technisch hier zusammen. Da müssen wir ja fast nach oben anbauen. Da ist es wieder übrigens. Als wenn die Fische schon mit uns sprechen. Weiß ich aber auch nicht, was das ist. Heidewitzka, ist das ein Turm. Aber der ist trotzdem ein bisschen einfacher zu bauen, wie das andere Ding, was wir zuletzt bauen mussten. So, sollen wir jetzt rüberziehen? Genau, das kennen wir ja auch schon in unseren
Das war der Montagebereich in diesem Bereich. Stellen wir es mal direkt am Fenster. Ich würde es gerne mal so rumstellen, macht aber nicht. War nicht schlimm. So, dann können wir das beanspruchen. Dann sollen wir ein neues Aquarium kaufen. Okay, davon haben wir auch schon drei rumstehen, aber machen wir jetzt mal. Das war bei Ausrüstung wiederum. Ne? Aquarium, genau, für 200. Das ist auch das Einzige, was wir kaufen können. Ich gehe davon aus, dass das wieder vorne in unserem Bereich steht. Ja, sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, ob sich da dieser Range geändert hat. Ach, guck mal, das haben sie anscheinend auch anders gemacht. Ich hätte es nämlich jetzt gern wirklich an der Wand. Ja, geht jetzt. Das ging vorher nicht. Geht auch. Jetzt ploppt es auch in diesem Raum. Sorry, Leute, ich kann euch nicht sagen, was das ist. Das auch irgendwie ein Bug ist, weil das war ja sonst auch nicht. Mit diesen Plöppen. Ich wüsste nicht, woran es liegen kann. Ich habe hier kein anderes Programm nebenbei auf. Jetzt hört es auch wieder auf. Gut, also auch das können wir wahrscheinlich beanspruchen. Sehr schön. Und jetzt sollen wir nämlich Tilapia, Juveline und Pangasius Juveline kaufen. Okay. Sind das jetzt so kleinere, die sich dann entwickeln? Also ein robuster und anpassungsfähiger Süßwasserfisch, bekannt durch seine bläuliche graue Färbung, die häufig zur Nahrungsproduktion gezüchtet wird. Und das ist der Pangasius, ein schnell wachsender Süßwasserfisch, bekannt für seinen milden Geschmack und seine Anpassungsfähigkeit, ideal für Aquakultur und Aquaponiksysteme. Okay, wir sollen sie beide kaufen. Das tun wir jetzt mal. Und jetzt mal die große Frage, was man damit macht. Ich denke mal, die muss man ja auch hier unten jetzt in diesem Becken machen. Da machen wir mal nochmal Anspruch, Anspruch. Aufziehen und ernten. Genau, das ist das Nächste. Also, ach guck mal, wie süß klein die sind. Ja, da müssen sie ja wirklich noch ein bisschen wachsen. Dann tun wir sie mal hier rein. Wie ging das? Vielleicht nicht von der Seite. Ach nee, wir sollen es ja wahrscheinlich in diesem Riesenbecken hier tun. Können die denn zusammengehalten werden? Leere Kiste. Also da drüben sind sie wahrscheinlich. Ah, da unten sind sie. Da schwimmen sie. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Aber ich dachte, ich könnte jetzt hier auch welche reintun. Wo hat denn jetzt einer von meinen Jungs die anderen reingetan? Also muss ja erstmal geerntet werden. Dann haben wir dieses Ziel erst erreicht. Und dann ist übrigens das nächste Ziel, 100 Stück jeweils davon zu verkaufen. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, dass wir nochmal welche davon holen. Ruhig auch mal, wie viel sind da drin? 12. Da können wir ja ruhig nochmal 5. Na, letztendlich, wenn wir 100 verkaufen sollen, dann brauchen wir ja mindestens 8 Kisten, würde ja noch nicht mal reichen, brauchen wir 9 Kisten. Minus die eine sind insgesamt, die wir schon haben, dann wären es jetzt die 8 Stück. Habe ich jetzt von dem einen nur eine gekauft? Ja, hier stehen ja nur 9. Okay, dann waren, ist das da irgendwie, hat das da nicht geklappt, dann sind es hier noch 7. Oder? Stehen die, ach, die stehen bestimmt wieder dahinter. Jetzt haben wir viel zu viele. Aber ist ja egal. Verkaufen müssen wir sie trotzdem. Ach, da unten wächst aber. Ist ja auch, schwimmt aber jetzt schon was. Wieso konnte ich die gerade nicht reinschmeißen? Jetzt geht's. Oh, da waren noch welche drin. Ist voll das Becken. Da schwimmen schon welche. Da sind jetzt. Vielleicht war noch vorhin wieder jemand dran beschäftigt. Das kann ja auch sein, ne? Ja, spannend, spannend, spannend. Und was ist jetzt mit der Box? Hat die irgendeiner genutzt? Nee, die könnte ich jetzt nutzen. Ja. Ich habe aber die Erntebox in der Hand. Nimm zuerst die Erntebox, um Waren zu sammeln. Habe ich. Oder kann man die vielleicht aus der Box hinausnehmen, was ja dann wieder blöd wäre. Aber das hatte ich ja so grundsätzlich gefordert. Nee, geht auch nicht. Probier es jetzt nochmal hier. Nimm zuerst die Erntebox, um Waren zu sammeln. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wir können ja nochmal einmal lesen. Vielleicht habe ich da doch was falsch verstanden. Da ist sie. Ideal für mittelgroße Ernten, bietet eine organisierte Lagerung für eine moderate Menge an Pflanzen und Fischen. Mhm. Ja, warum das jetzt auch immer nicht funzt, weiß ich jetzt nicht. Aber können wir ja später nochmal versuchen, warum auch immer. Und wir müssen nochmal Nährstoffe holen. Haben die Fische jetzt andere Nährstoffe? Weil Reduktion infizierter Pflanzen um 5% hat ja nichts mit den Fischen zu tun und Spezialwaren 10%. Hier steht immer nur was von Pflanzen, nicht von Fischen. Bei den Fischen selbst ist aber auch nichts, ne? Na, ich würde jetzt sagen, wir kaufen nochmal davon. Das ist ja das Einzige, was wir bisher kaufen können. Holen wir nochmal 10 Pakete. Und dann packen wir das nochmal da rein. Ich guck mal, da sind ja Fische drin, ne? Hier zum Beispiel. Ob
das jetzt schlechter wird dadurch. Da ist jetzt die Erfolgsrate 91%, Pflanzen so und so weniger, höhere Chancen auf anderen Waren. Ja, sehen wir gleich mal, ob das den Fischen irgendwie nicht gut tut. Ich weiß es ja jetzt nicht, ne? Sei es wie es sei. Wir packen hier einfach nochmal was rein, da dürfen wir wieder nicht. Dann haben wir ja gelernt, dass wir da mehrere reinpacken können. Und die Idee war ja jetzt immer, bis auf 100% zu gehen. Zumindest was die Erhöhung auf spezielle Waren angeht. Da ist übrigens nicht eine andere Ware mit gemeint, wer sich das fragt, sondern mit der besonderen Qualität haben wir dann festgestellt. Die wird dann dadurch entstehen, ne? Da ist jetzt gerade wieder Mitarbeiter dran. Dann machen wir da nochmal weiter, dass wir die 10 Pakete einmal raushauen. Und dann machen wir den Tag mal wieder, den Laden mal wieder auf. Und werden dann hoffentlich, ich weiß ja jetzt nicht, wie lange die Fische brauchen. Sind schon Fische fertig? Da ist Rucola und sonst wie. Das sind noch die Kleinen. Ne, noch nicht. Steht das dabei, wann die geerntet werden können? Na, wir werden es erleben, wenn die ersten Fische da stehen. So, hier wollten wir noch was reintun. Wir haben auch so keine Pflanzen mehr. Dann holen wir noch mal ein bisschen Saatgut. Nehmen wir noch ruhig von den anderen Sachen auch noch mal dazu. Vorhin haben wir die genommen, dann lass uns hier mal, dann nehmen wir immer nur drei. Wenn wir so viele Sorten haben, ist das schwierig. Also noch mal den Römersalat dazu, dann den Spinat dazu und den Grünkohl dazu. Dann haben wir doch mehr oder weniger wieder alles da. Und dann können die Sachen auch wieder fertig gemacht werden. Gut, dann Rucola, normale Qualität. Wir haben den Laden voll. Bis dahin würde ich ihn erstmal lassen. Übrigens haben wir jetzt hier das Ziel schon erreicht. Also werden wir irgendwo schon eine Kiste mit dem Fisch stehen haben. Da hinten, oder? Ja, sieht man echt nicht. Hier Eichblatt und da hinten, ich meine, da steht Kopfsalat. Aber da schwimmt doch ein Fisch drin. Genauer gesagt 6. Sehr schön. Dann haben wir die doch auch hier drin schwimmen. 28, da müssen wir gleich echt mal auf den Preis achten, ob die das annehmen. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Na, man kann es immer noch nicht so perfekt erkennen. Das müsste, das ist jetzt Kopfsalat. Okay, kommt der nochmal dazu. Aber ich meine, ich hätte da gerade noch was schwimmen sehen. Der hintere ist es. 6 Stück in besonderer Qualität. Wir passen hier eigentlich rein, aber werden wir uns schon sagen. Immer noch leer. Wollen ja auch, dass die Fische es da noch gut haben. Dann nehmen wir nochmal den Kopfsalat mit. Der war nämlich doppelt platziert, glaube ich. Genau. Dann ist er leer. Und Minze. Minze haben wir noch nicht. Normale Qualität 2 Stück. Rucola besondere Qualität. Da haben wir jetzt nur noch eine Sache frei. Dann nehmen wir noch den Rucola und den Eichberg, wenn ich ihn noch hatte. Eichblatt heißt er ja. Eichblatt normale. Kann man trotzdem immer noch ein bisschen schwer erkennen. Besser wäre eigentlich so eine... Haben wir Minze nicht noch? Nee. Dann machen wir die Minze mal hier hinten hin. Besondere Qualität. Ah, ich hätte immer noch so gern so ein Regalsystem. Also so hintereinander finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Ist da noch Platz beim Kopfsalat? Na, für 2, aber mehr nicht. Mal eben kurz den Papagei vom Kopf holen. So, das ist nochmal der Fisch, sehe ich gerade. Oder der steht hintereinander, ist nämlich nicht der Fisch. Eichblatt, hier. Hier schwimmt er nämlich. So, da haben wir ihn jetzt. Haben wir bisher nur Fische, das ist voll. Okay, dann nehmen wir noch eins. Nur Fische der besonderen Qualität, ne? Und den zweiten Fisch haben wir noch nicht. Würde ich eigentlich auch gern noch haben. Eichblatt. Rucola, Minze. Ja, ist immer noch ein bisschen schwierig, finde ich. Mit dem Auffüllen. Oh, der war noch nicht leer. Das war jetzt, wie sagt man? Routine, das suchte ich das Wort. So, ist hier irgendwo Fisch, Fisch, Fisch? Nee. Basilikum. Rucola 2 normale Qualität. Minze 2 besondere. Ja, ich glaube, man muss sich das einfach schnappen. Warum stehst du da eigentlich rum? Achso, die Isabella. Was macht die denn jetzt? Weil die macht ja jetzt irgendwas, was jetzt gerade nicht gefordert wird. Deswegen steht die da rum, ne?
Was sollte die Isabella machen? Da muss ich natürlich jetzt auch einspielen. Die soll warten. Also sprich, ah ja, nicht warten wie warten, sondern die Wartung machen. Und das sind ja die Dinge, wenn die jetzt irgendwie pflanzen, wie die jetzt hier. Da müsste jetzt Isabella zum Vorschein kommen. Aber vielleicht kann die das auch nicht tun, weil da gerade der Aiden dran arbeitet. Das ist ja ähnlich wie bei uns wahrscheinlich. Gehe ich mal jetzt ganz stark von aus. Da ist noch Fisch drunter. Zweimal normaler Kopfsalat. Da haben wir nämlich jetzt keinen Platz für. Also irgendwie, ich bin da noch nicht mit zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das finde ich jetzt noch nicht gut gelöst alles. Und wo ist der zweite Fisch, die Sorte, die es da noch gab? Braucht der vielleicht länger zum Ernten? Und warum nimmt der nicht die schöne grüne Kiste? Warum, warum, warum? Fragen über Fragen. Da ist gerade was gekommen, was im Wasser ist. Das ist schon mal gut. Rucola normal. Besonders, sorry. Haben wir noch zwei über. Da. Das ist aber auch der andere. Eichblatt. Den können wir aber noch auffüllen. Dann haben wir doch die Butze langsam voll und können verkaufen. Da bist du noch. Ist zwar wieder der andere. Ja, das Regal ist auch voll jetzt. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir warten mal auf den zweiten. Oder die haben den vielleicht noch nicht angepflanzt, weil ich so viele von den anderen gekauft habe. Das kann natürlich durchaus sein, dass erstmal nur die rausgehen. Aber ist nicht schlimm. Wir werden jetzt den Laden mal aufmachen, beziehungsweise erstmal beanspruchen, weil den haben wir geerntet oder aufgezogen und jetzt sollen wir davon 100 verkaufen. Und der Pangasius, der darf dann jetzt gleich noch kommen. Auf geht's. Wir eröffnen. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Bei den Fischen möchte ich jetzt echt gleich mal den Preis sehen. Haben wir noch normale Minze? Vielleicht ist so auffüllen besser, aber da ist noch der besondere Spinat. Minze, ja, aber nicht normal. Hier ist noch eine normale Minze. Wir haben zweimal normale Minze gemacht. Also könnte ich rein theoretisch nochmal suchen und hoffentlich finden. Basilikum. Basilikum, Minze, aber besondere Qualität, Minze besondere. Haben wir denn dafür vielleicht noch Platz? Die war doch auch ganz hinten, oder? Ja, aber ist voll. Spinat haben wir irgendwie auch noch gar nicht draußen. Hatte ich aber gerade irgendwo gelesen. Da. Spinat besonders. Da ist auch nochmal Spinat besonders. Da kriegen wir eine Sache mit voll. Machen wir mal hier weiter. So, wir sagen Sie zum Fischpreis. Sie nehmen. Das ist ja gut. Dann können wir doch einmal nochmal auf 30 hochgehen. Wir tasten uns da mal ran. Beim Fisch bleiben wir jetzt mal dabei. Und wo war jetzt der andere Spinat? Dahinter. Die Kiste. Haben wir noch einen übrig? Vielleicht sollten wir die Isabella, die steht mir zu sehr rum. Also ich würde jetzt mal so sagen, dass wir bei der Isabella sagen, die kann, was kann die denn noch gut? Wartung und Pflanzen, dass die vielleicht nochmal mit einpflanzt. Können wir ja jetzt so sagen, dass sie nur nicht erntet. Das wäre jetzt so die Idee. Haben wir noch was zum Einpflanzen? Heißt ja auch Fische, oder nicht? Machst du jetzt gar nichts, bist du beleidigt? Guck mal, wie sie nach unten guckt. Jetzt aber, bitteschön, man muss nur mal mit ihr reden. So, Fisch, hat jemand Fisch gekauft? Eichblatt normal, wir haben komischerweise kaum normale Sachen, wir sind mittlerweile echt gut, ne, was das angeht. Das ist alles nur Funkeln. Funkel, Perlen, Augen. War das nicht ein Lied von Pur? Kopfsalat. Hier sind nochmal Fische. Schmeiß das nicht so dahin. Ich hätte auch gerne den Basilikum mal gerne drin. Hier haben wir noch was frei. Kopfsalat. So, wir gucken nochmal bei den Fischen, ob die 30 in Ordnung waren. Jo, dann gehen wir nochmal auf 32. Solange wir ihr wollt, geben wir da mit. Ich weiß ja nicht, ob wir das Geld, ob wir das irgendwann mal brauchen, ne? Aber wir haben übrigens keine Geschichten mehr da, kein Saatgut.
Was nehmen wir jetzt? Ich würde nochmal drei Rucola nehmen. Komm, gehen wir nochmal in die mittlere Reihe. Gehen wir mal so reihenweise vor. Ich habe da überhaupt keinen Plan. Natürlich könnte man das jetzt mal ausrechnen. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, was bringt einem mehr und was nicht. Aber schwierig, schwierig. Eichblatt haben wir hier. So, wollte jemand bei den Fischen? Jetzt schütten sie beide mit dem Kopf. Habt ihr gesehen? Dann ist 32 too much und 30 richtig. Dann haben wir doch den Preis für Fisch, also für den einen Fisch auf jeden Fall mal gefixt. Minze besonders. Kopfsalat besonders. Der ist jetzt auch wieder komplett weg. Rucola besonders, aber nur noch zwei. Aber da können wir vielleicht dann direkt nochmal gucken, ob wir noch eine zweite Kiste finden. Mit Rucola besonders. Da sind aber nur noch zwei drin. Gucken wir gleich nochmal. Da sind 11 drin. Dann kriegen wir das erstmal wieder voll. Und die Fische können wir vielleicht auch mal wieder mitnehmen. Jetzt wurden ja teilweise schon viel. Ach, guck mal, das eine ist sogar schon leer. Wir können. Also 30 ist dann aber wirklich. Weil da kaufen sie dann wieder alles weg. Bei 32 lassen sie alles liegen. Das ist ein bisschen strange. Wo haben wir denn jetzt noch Fische? Da. Und die sind alle besondere Qualität. Auch strange. 23 haben wir schon verkauft. Hier hatte ich meine Schwimmen auch welche gesehen. Die sind alle im Wasser. Das sieht zumindest alles so schwimmig aus. Komm, wir putzen einfach raus. Spinat besonders. Und Minze besonders. Haben die noch was zu tun? Ja. Minze besonders. Jawohl. So, aber ich hatte es ja auch beim letzten Mal gesagt, eigentlich, ne, Kiste nehmen, raus damit. Also deswegen könnten wir uns gleich mal für den nächsten Tag einfach noch ein paar von den Dingern hier kaufen und dann alles, was leer ist, vollbutzen. Gar nicht mehr groß überlegen. Es ist nämlich wirklich nicht so einfach, das irgendwie zu sortieren. Kopfsalat normal. Ui, wenn mal was Normales. Römersalat besonders, den hatten wir ja gerade hierhin gemacht. Und den machen wir nochmal doppelt, wo ich in der Hand habe, weil das hin und her bringen, das macht, bringt nichts. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal schreiben, dass man das nochmal irgendwo sortieren kann, weil das ist so irgendwie nicht übersichtlich. Und dass die irgendwie nicht alles immer kaufen. Also entweder ganz oder gar nicht, das ist hier nur der Punkt, ne? Eichblattsalat 12-mal. Haben wir jetzt hier, dann ist einer noch über. Ja, den würde ich jetzt ungern da reinsetzen. Rucola. Aber der wäre da hinten auch gewesen. So, habt ihr noch zu tun hier? Ja, Pflanzen sind noch da, Fische sind noch da. Ja, letztendlich, und das ist das Ganze, man ist ja wirklich Auffüller. Ne? Das hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Dass man nur noch auffüllt. Und wir haben keine Fische mehr, Jungs. Wir haben keine Fische mehr. Soll ich vielleicht den Preis doch nochmal hochsetzen? Könnt ihr mal Fische ernten? Priorität. Da hinten schwimmt was, ja. Das ist aber der Basilikum, der schwimmt nicht. Hier ist der Fisch. Ich mache jetzt nochmal den Versuch, das auf 32 vielleicht. Ich möchte nochmal sehen, ob das vielleicht... Es waren ja jetzt zwei Damen, die das nicht gekauft haben, denn zu teuer waren. Aber ob das dann wirklich alle sind oder ob da manche sagen, nee, guck mal, geht nämlich nicht. Definitiv 30 ist die richtige Geschichte. Das wäre dann 15 übrigens für die normale Qualität. Das hattet ihr mir ja auch mal geschrieben, dass das quasi immer wechselt. So, jetzt kam da nochmal einer. Ja, dann schnappt der Herr wieder zu. Okay. Ist der fixe Preis.
Römer, raus damit. Römer hatten wir gerade, Kopfsalat nochmal irgendwie ein bisschen raus. Ja, jetzt hat man nämlich hier so ein bisschen einen Überblick, ne? Das ist ein bisschen besser. Eichblatt war nur noch einer. Haben wir aber hier auch noch. Da auch noch. Man kommt einfach nicht nach. Ich müsste natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen von diesen Nährstoffen verteilen und so, aber das ist ein normaler Römer. Den machen wir mal schnell auf die andere Seite. Spinat besonders. Aber wir hatten uns ja extra die Straße gebaut hier, damit wir jetzt nicht so viel Wege haben. Ne? Guck mal, Grünkohl hatten wir auch noch nicht draußen. Lange nicht mehr. 11 besondere Grünkohl. Einundvierzig haben wir verkauft. Könnte ich denn nicht mal, Pangasius, da war er doch. Könnte ich nicht mal, wenn ich so ein freies Becken habe, da ist aber er gerade wieder dran. Ach guck mal, dann haben wir doch jetzt zum ersten Mal die Pangasen da drin. Heißt das so? Pangasius ist der Fisch und die Mehrzahl sind die Pangasen. Ich habe keine Ahnung. Wie die Schimpansen, der Schimpanse und die Schimpansen. So, machst du aber einmal irgendwas anderes, kommt hier wieder der Rückstau, dass hier wieder die Dinge leer sind. Das ist wirklich too much. Wir wollen ja verkaufen, es ist schön, dass sie verkaufen, aber ich würde einfach mal sagen, ein bisschen weniger an Kunden. Oder whatever man sich da was einfallen lässt. Minze. Der Fisch ist schon wieder komplett leer. Da hinten vielleicht. Ja. Einen einzigen. Aber auch noch, guck mal, das ist normale Qualität. Gibt es also doch für 15 dann. Macht Sinn. Ja, vielleicht auch, weil wir die Dinger jetzt da nicht reingemacht haben. Ne? Grünkohl ist auch noch einer. Na super. Also irgendwie tendiere ich dazu. Einfach ohne Überlegungen raus damit mit der Kiste, rein in irgendwas, was leer ist und die nächste holen. Isabella steht da wieder rum, da ist nichts mehr. Ich würde dem Basilikum jetzt nochmal die nächste Testgeschichte machen. Test auf 8. Allerdings haben wir jetzt gleich schon Feierabend. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr erleben. Oder sie geht vielleicht noch. Ich bleib mal kurz dabei stehen. Gehst du zum Basilikum? Ja, das ist ja nett, dass du uns den Test nochmal erlaubst. 8 möchtest du auch. Das ist schön. Dann versuchen wir uns dran zu denken. Oder ich versuche dran zu denken, dass wir das morgen nochmal machen, weil das macht ja jetzt keinen Sinn, bei Feierabend das Ganze zu machen. Vertritt sich da die Beine. Basilikum haben wir jetzt, glaube ich, genug. Da hatten wir ja 2 Butz rausgebutzt. Kopfsalat, ne, Rucola ist da drunter. Den nehmen wir dann einfach nochmal mit. Wäre grundsätzlich auch egal, ne? Aber irgendwie hat man ja so ein bisschen den Anspruch, da jetzt mal was Verschiedenes liegen zu haben. Und da ist noch Rucola. Auffüllen, wenn die Box nicht ganz leer ist, finde ich dann immer ganz nett, aber normal Basilikum.
Jetzt. Weg, Isabella. Jetzt versperrt ihr mir den Weg hier. Also wenn du schon nicht arbeitest, dann steh nicht im Weg rum. Ich komme nämlich hier nicht durch. Kann ich da drüber springen? Nee. Ah, jetzt. Isabella. Mensa hatten wir doch vorhin irgendwo. Na. So, schauen wir denn heute noch den anderen Fisch, liebe Leute. Dass der fertig ist. Römersalat. Rucola. Kopfsalat. Das ist mir jetzt egal, er kommt jetzt hier rein. Da kommen auf jeden Fall Fische. Noch mehr Fische? Jawohl. Da sind jetzt 12 Stück drin. Sind das immer 12, die da reinpassen? Steht ja bestimmt auch bei der Kaufgeschichte dazu. Minze haben wir in der Hand. Haben wir aber nichts frei. Ja, da geht schon wieder los. Egal. Stellen wir hin. Gut, wir gucken uns den Tagesabschluss an und schauen mal, was dann sonst noch so ansteht. Da haben wir jetzt heute 4.386 gemacht. Klar, die Fische kamen auch dazu. Insgesamt ein Gewinn von 3,5. Also das ist natürlich dann schon eine schöne Zahl. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht, aber ihr habt nichts zum Einpflanzen. Fische haben wir genug. Jetzt könnten wir uns überlegen, ob wir uns nochmal so ein Ding hier kaufen. So ein, wo war es? Pflanzbeet. Das ist ja, das geht also ab 10. Da passen mehr Fische drin, aber das ist eigentlich das Beste hier. Ich würde nochmal so einen vertikalen Turm kaufen. Ob das jetzt das die Ziele von uns wollen oder nicht. Das war ja auch relativ schnell zusammenzubauen. Dann haben wir noch mal ein bisschen was, wo das rein kann. Zack, fertig. Und stellen wir dich neben dem anderen Turm. Deswegen ist das hier auch so hoch, ne? Das braucht man nämlich auch. So, wenn ich jetzt so einen neuen Fisch mal erwische. Tilapia, Pangasius. So, habe ich den jetzt? Ja, den würde ich nämlich jetzt gern da reinbringen. Und da passen jetzt wie viele rein? 12 haben wir jetzt drin. Da passen 18 Fische rein. Also der könnte jetzt nochmal, warum, Isabella, du machst mir irgendwie viel zu wenig. Wofür bezahle ich dich eigentlich? So, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal Nährstoffe kaufen und das jetzt hier dann mal vollbutzen. Ja, machen wir mal jetzt 12 Stück, das ist ja okay. Und dann müssen wir irgendwie gucken, wo wir dran dürfen. Und wir brauchen ja auch schon wieder Saatgut. Das sollten wir jetzt vielleicht mal als erstes machen, dann können die nämlich weitermachen. Übrigens mit Kapitel 8, das wollte ich mir auch mal angucken. Fisch heißt das nämlich. Da sollen wir nochmal 4 Landwirte einstellen, also 4 Mitarbeiter nochmal. Dann gibt es nochmal den Juveline. Nee, das ist ja das war ja die Kleinen, heißt das wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung, wer weiß, was das bedeutet, schreibt es gerne mal. Aber das wären eigentlich die kleinen Fische. Hey, warum mache ich das jetzt da? Warum darf ich mir das nicht angucken? Den Bluegill ist es, dann den Barramundi und den Silver Perch. So, das ist dann dasselbe. Also da stellen wir dann 3 neue Fische ein. Und hier kommen dann mal die Tomaten und so weiter. Nur mal so für die nächsten Wochen. So, wir hatten jetzt die Mitte gemacht. Dann machen wir hier nochmal die obere Geschichte mit Spinat und Co. Und ich würde auch sagen, dass wir direkt nochmal die untere auch nochmal 3 jeweils mitbestellen. Dann haben wir alles nochmal zusätzlich gemacht. Also das mittlere hatten wir schon. Aber dann haben die auch erstmal wieder zu tun. Und ich fülle nochmal, wenn ich darf, hier dieses Zeug da rein. Und mit der Isabella, das geht mir auf den Nerv. Die soll jetzt mal alles machen. Fertig. Die steht da wirklich nur rum. Ist aber auch wieder rausgegangen. Habe ich das nicht aktualisiert vielleicht? Komm, ist egal. Du machst alles. Können wir uns nicht erlauben. Kann man vielleicht mittlerweile was tun, wenn jemand anders arbeitet? Nein, das würde ich auf jeden Fall gerne noch geändert haben. Und wir müssen bei den hinteren Fischen da mal was reintun.
Und hier sind doch eigentlich auch noch Pflanzen, fällt mir gerade auf. Lass uns mal so eine Pflanzenbox nehmen. Wie zum Beispiel den Eichblattsalat. Das kann das Ding doch auch, oder nicht? Doch, siehst du, genau. Da hat noch keiner was gepflanzt, oder? Habe ich zumindest nicht gesehen. Dann haben wir hier nochmal Grünkohl. Lass uns den Grünkohl mal hier pflanzen. Jawohl. Da passt ja noch ein bisschen mehr rein. Ich glaube, da sind noch Dinge frei. Wir versuchen es noch einmal. Ja, zwei ganze Kisten gehen da drauf. Auch schön. Dann kommt hier nochmal der Kopfsalat dazu. Hier hat man natürlich die Fische viel mehr im Blick, ne? Das sieht man sehr viel besser. Guck mal, da läuft das Wasser. Oder ist das nur irgendein Bug? Keine Ahnung. So, wir waren aber noch bei den Nährstoffen. Wie Fischfutter sieht das jetzt aus, ne? Da haben wir jetzt 20% erreicht, was die besonderen Geschichten heißt, angeht. So, und das wollte ich sagen. Und guck mal, wie schön das aussieht. Wenn da oben auch mal was rauswächst. Sieht so ein bisschen aus wie in diesen Filmen von der Zukunft, wo die Hochhäuser alle so grün bepflanzt sind, ne? Wo dann irgendwie im 96. Stock ein Baum wächst. So sieht das aus. Oder von den Filmen, wo die Welt untergegangen ist, da wächst dann da oben auch ein Baum. Aber da wächst da kein Mensch mehr. Was passiert wohl eher auf dieser Welt? Wir werden es wohl erleben. So, diese Box, ich verstehe sie noch nicht. Ich kann ja selbst mal noch ein bisschen, aber durfte ich ja vorhin nicht. Ne? Darf ich irgendwas einsammeln? Nee, nimm zuerst die Box. Aber wenn ich jetzt die Box nicht nehmen würde, ich stelle sie trotzdem mal hier hin. Wenn ich jetzt so eine Box nehmen würde, dann dürfte ich jetzt einsammeln. Ne? Ja. Ja, strange, strange, strange. Also schreibt auch gerne mal, wenn ihr Erfolg hattet mit diesen Boxen. So, hier steht wieder einiges rum, vor allem die Fische. Nährstoffe haben wir jetzt ein bisschen verteilt. Da könnte man natürlich noch viel mehr tun. Ach, und wir haben auch mittlerweile die anderen Fische. Dann können wir den Tab beanspruchen, damit wir da auch nicht an den Zielen vorbeigehen. Den Pangasius. Den würde ich natürlich jetzt gerne mal suchen und finden. Wenn er denn schon geerntet wurde, muss er hier irgendwo stehen. Das ist alles noch Tilapia. Tilapia übrigens. Ist voll. Ach, gleiche Qualität. Ach, das ist normale Qualität. Das ist ja selten genug der Fall. Aber wenn wir so viel Geld haben, ich weiß gar nicht, wofür das Geld. Ich meine, klar, wir haben nachher mal Ziele, wo wir das Geld so und so viel an Kontostand haben müssen. Aber ich würde. Oh, das war noch nicht voll. Nicht leer. Jetzt sind die voll. Ich würde sagen, wir kaufen uns nochmal drei von den Aquarien. Ich weiß nicht, ob das irgendwann. Vielleicht ist das bei den Zielen hier. Da muss ich aber noch mal kurz gucken. Ist nicht der Fall, ne? Okay, weil sonst hätten wir nachher viel zu viel. Eine große Fischherausforderung. Da sollen wir so ein Doppelaquarium kaufen. Okay, die kommen ja auch irgendwann mal. Aber das dauert noch ein bisschen. Also, ich würde sagen, wir kaufen noch mal, wo waren sie hier, Ausrüstung, dreimal die Aquarien. Das müssen wir ja dann nach und nach machen, weil wir immer nur eine Sache hier in dem Bereich stehen haben dürfen. Wo ist hinten, wo ist vorne? Da ist vorne. Dann würden wir nämlich hier die drei für Tilapia machen und die anderen drei, die neuen, die ich jetzt, ach so, dann kann ich hier stehen bleiben. Die neuen, die ich haben möchte, dann für die Pangasius. Pangasius. So, nochmal dieses hier. Und wir hatten ja gerade davon gesprochen, das passt nämlich jetzt hier gerade so schön da rein, dass wir dann uns nochmal ein paar von den anderen Tischen kaufen. Also eine hier auf jeden Fall, damit wir die Geschichte mal fertig machen. Das ist ein bisschen blöd, dass man die. Gibt es da auch noch doppelte irgendwann? Ja, ab 9. Da sind wir ja noch nicht. Komm, wir machen erstmal die, die können wir auch wieder verkaufen. So,
Weil das ist immer die Straße hier, wo man gut hinkommt. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt hier auch noch durchwetzen. Wir können es ja mal versuchen, hier noch zwei zu machen. Dann ist aber auch gut. Manchmal ist es ja wirklich so, dass du trotzdem alles leer hast. Aber einfach, um eine Chance für eine andere Sorte zu haben. Wisst du, das ist jetzt das, was dahinter steckt. Wir versuchen es einfach mal. Es ist ja nicht teuer und man hat bei dem Spiel irgendwie genug Geld. Außer wenn wir nachher mal 50.000 haben müssen, dann sind wir wieder am Meckern, aber dann meckern wir halt. So, haben wir denn jetzt mal hier so ein Pangasius? Liebe Lüt. Da ist er doch. Wunderbar. Auch noch 6 gute. Ah, so sehen sie nämlich aus. Sehr schön. Aber da wollen wir den Preis auch mal direkt. Guck mal, 6. Nee, natürlich nicht, wenn der 30 kostet. Darf der auch keine 6 kosten. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt auch mal 30 mache, ist das dann zu viel? Ich mache jetzt mal 20 und beobachte das dann mal bei den Kunden. Da bin ich natürlich jetzt überfragt. Was haben die denn ebenfalls im EK gekostet, wenn man das mal so sieht? Die kosten 18 und die kosten 14. Ja, die sind schon günstiger. Dann lassen wir mal im EK allein schon. Dann bei den Jungtieren. Jungtiere kann man am besten, glaube ich, dazu sagen. Ne? Dann warten wir nämlich mal ab und was die Kunden dazu sagen. Eichblatt. Eichblatt, scheißegal, drauf da. Und den hier noch Pangasen? Nee, aber Tilapina. Sind die voll? Beide voll. Gut, wir können den Laden auch mal aufmachen jetzt, denn sonst kommen wir ja nie zu unserem Ziel. Dass da deine Blumen hängt, ist blöd, aber es ist so. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Wir müssen gleich jetzt mal bei dem Fisch auf jeden Fall achten. Das ist erstmal das Wichtigste. Grünkohl. Ich habe mal wieder Bock drauf. Oh ne, der war voll. Deswegen haben wir den einen ja schon hier hingeputzt. Basilikum. 12er Boxen sind immer schön. Dann wird es auf jeden Fall voll. So, dann könnten wir jetzt nochmal Römersalat blinkend gebrauchen, wenn wir den zufällig finden. Ne, finden wir nicht. Spinat blinkend. Ich gehe einfach mal auf gut Glück damit raus, weil sonst ist nämlich jetzt gerade alles voll. Ne, guck mal, das ist leer, das ist schön. So, und der Rest kommt gleich einfach so raus. Brauchen wir denn noch irgendwas? Wir haben noch genügend Fische, wir haben noch das da und keiner pflanzt da hinten an. Habe ich die Isabella schon zum Leben erweckt? So, der ist da dran. Ich kann ja auch mal kurz hier stehen bleiben, ob hier irgendwas nicht gut wächst. Dann müssen wir eingreifen. Ach, guck mal, wie schön das da aussieht. Vor allem auch, weil das so, da ist einer. Welcher ist es? Er hier? Ja. Vor allem, weil das auch so abwechselnd gerade ist. Das sieht cool aus, ne? Also diese wuschigen hier und dann die hier. Irgendwie sieht das gerade sehr stylisch aus. So, hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Jetzt geht es wieder darum, rauszubringen. Eine normale Qualität vom Ihmchen hier. So, ihr müsst eigentlich mal hier beibleiben. Damit 30 ist ja safe, aber irgendwie tue ich ja da nichts anderes. Ich versuche das trotzdem mal im Blick zu haben. Basilikum. Minze. So, da geht einer von euch mal zu dem Pangasius. Sie machen das. Das ist doch schön. 20 genug? Ja, 20 ist genug. Dann Next Test 22. Minze, frische Minze. Da hupt draußen direkt einer. Weg. Rucola. Rucola, Rucola. Nicht aus der Schweiz. Wo sind wir hier eigentlich? In welchem Örtchen? Hat auch noch keiner erwähnt, ne? Da kommt Minze hin. So, gucken Sie sich den Preis bitte nochmal an. Sehr schön.
22 auch, okay, Hammer. Dann 24, next try. Ich würde eigentlich auch gern mal so Fische ernten, wenn ich schon nicht mit dem grünen Ding machen darf. Aber hier, guck mal. Wenn ich wieder nicht die falsche Taste gedrückt hätte. Da sind doch Pangasen. Auch noch in normaler Qualität. 12 Stück. Das machen wir dann ganz links. Die anderen normalen sind ja ganz rechts. So, für 24 hat er es auch genommen, zum Beispiel. Ist es denn wahr? Ist der vielleicht nachher teurer wie der andere? Oder hatten wir da, waren da weniger Fische drin? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 12, 12. Nee, das war nicht. So, Fische sind auch genügend da, aber ansonsten wieder mal das andere Saatgut nicht. Ich meine, wenn wir die Ziele erreichen wollen, ist ja rein theoretisch die Pflanzen gerade gar nicht wichtig. Dann steht das da oben leer, ne? Wir würden aber dann natürlich auch den Fisch auch mehr forcieren. Da könnten die Jungs oder Mädels und das Mädel sich noch mehr darauf konzentrieren. Das wäre eine Option, aber das ist ja dann irgendwie auch langweilig. Aber ich kann ja vielleicht nochmal hinten ans Becken gehen, wenn ich jetzt darf. Und nochmal ein paar Fische holen. Na super. Ein paar sind mindestens zwei. So, zeigen Sie uns nochmal, ob die Pangasen zu teuer sind. Ah, jetzt schüttelt er mit dem Kopf. Dann einmal übertrieben, dann gehen wir einen Preis runter. Dann sind 12 richtig. Wo habe ich den Dings jetzt hingeschmissen? Und der war voll? Okay. Das sind die anderen Qualitäten. Na, ist jetzt auch wurscht. So viel werden wir nicht haben. Raus damit. Hier wird es nämlich auch schon wieder leerer. Herr Lehrer. Grünkohl. Minze. Ich hätte gern Fische. Drei. Ja, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass es jetzt schwer ist. Ich könnte natürlich jetzt noch in den anderen Becken suchen, aber dafür müsste man wirklich sagen, da ist das mit so einem Regaletikett. Dann könnte man sich auch irgendwie orientieren, ne, wo man was findet. Aber ansonsten ist das ja echt schwierig. Und das dauert dann auch viel zu lange, wenn ich jetzt alles mir angucken würde. Haben wir schon thematisiert, aber hat sich auch nichts dran geändert an der Butze. Der Thematik. So, haben wir aber auf jeden Fall beide Fische jetzt erstmal preistechnisch ausbalanciert, wenn man das so sagen kann. Bei den anderen Geschichten bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob wir das alles so richtig machen, ob wir da nicht was verschenken. Aber gut, da sind wir hier und da auch schon mal dran gestoßen. Da ist ein normaler Tilapia, da haben wir auch keinen mehr, aber einer ist auch nicht viel. Kopfsalat. Eichblatt. Grünkohl. Ja, hier um die Ecke geht man eher seltener, aber da ist auch nichts verkauft, sehe ich gerade. Dann gehen wir hier mit hin. Da ist nochmal unser Fisch. Da ist auch nochmal ein Fisch.
Und dann gucken wir nochmal, ob wir da selbst nochmal welche ernten dürfen. Die sind doch alle fertig. 6-mal. Dann beschränke ich mich mal ein bisschen, wenn ich mal sammle, auf den Fisch, wenn ich denn darf. Der Vorteil, umso mehr von diesen Bottichen hier steht, umso mehr sind die beschäftigt auch mal, oder ist die Chance, dass sie mit anderen Dingen beschäftigt ist, größer und ich darf auch mal sammeln. Das ist natürlich jetzt dann so eine Möglichkeit. Wir haben nämlich 74 von den 100 erreicht, aber nur 15 von den Pangasen. Und da wollen wir ja auch weiterkommen letztendlich. Aber wenn ich natürlich das mache, ist auch klar, wird dann hier unsere Grünfront wieder leer. Wie man es macht. So, gehen wir nochmal an den Becken. Habe ich gerade einen Lauf. Ich finde auf jeden Fall, dass Pangasen sich besser anhört als Pangasiusse. Oder wie soll man die Mehrzahl nennen? Schwirrt mir immer noch durch den Kopf. Haben wir keine Fische mehr oder habt ihr keinen Bock mehr, Fische anzubauen? Überall sind ja gar keine Fische mehr. Ich gucke jetzt mal. Da sind doch noch Bottiche. Da haben wir doch zu wenig Leute mittlerweile. Können wir eigentlich noch welche einstellen? Ich glaube, das ging in Kapitel 8 erst. Aber hier ist doch schon einer weg, oder was war das? Oh ja, der Ethan ist weg und sagt gar nichts. Vorhin haben wir doch eine Meldung gekriegt. Ich gucke jetzt mal, ob ich das Zeug hier einpflanzen kann. Das war jetzt der Pangasius, der ist aber dann voll. Tilapia, kann man den dazu machen? War das ein Thema? Ja, die können beide zusammenwachsen. Okay. Hoffentlich frisst der eine nicht den anderen. Hatte Chef gemacht. Aber es muss ja hier mal weitergehen mit dem Fisch. Der wird ja auch nicht besser, wenn er da rumsteht. Aber ich könnte doch den jetzt... Ah ne, mit dem kann, darf ich nicht ernten. Mit der Kiste nicht. Da haben wir nämlich schon wieder ein bisschen was da. Wir haben fast 18 Uhr. Guck jetzt nochmal nach dem Grünzeug auch. Ja, siehst du, ist nämlich schon wieder fast alles weg. Ja, dann haben wir den Tag auch erledigt und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ich denke mal, es ist, um vielleicht schon mal so leicht zum Fazit zu kommen, es ist sicherlich ein interessantes Spiel, aber irgendwie müsste man das besser machen. Also ich sag's nochmal, mir gefällt es überhaupt nicht, dass die Ware da einfach rausgekauft wird. Ohne Ende ist man 1 Euro zu viel, wird gar nichts verkauft. Und ja, man ist eigentlich wirklich nur am Rausschleppen. Da war ja auch die Diskussion, ob da vielleicht Mitarbeiter für kommen können. Wäre natürlich schön, aber das würde trotzdem nichts daran ändern, dass man das Gefühl hat, man verkauft hier Masse. Ja, das ist ja bei keinem anderen Supermarkt-Simulator, wie sie alle heißen, ist das so, dass man einfach nur die Waren rausschleppt, sondern manchmal verkauft sie sich halt auch nicht, ja. Da kommt zum Beispiel der her und sagt, ich möchte jetzt einen Kopfsalat. Ist kein Kopfsalat da, dann geht der. Hier hat man das Gefühl, dann nimmt er halt einen anderen Salat. Aber Hauptsache, der macht uns die Theken leer, wisst ihr? Das ist das, was mir jetzt so ein bisschen stört. Dass das hier drauf steht, ist schön, aber in Lagerregale einsortiert, wie es in anderen Spielen ist, wäre auf jeden Fall einfacher und übersichtlicher. Das ist auch nochmal so mein Fazit, wenn ich das ziehen dürfte. Und feste Etiketten, weiß ich auch nicht, ob das nicht besser wäre, als dass ich jetzt hier aus der Not gedrungen einfach alles irgendwo draufschmeiße, wo Platz ist. Nur damit ich jetzt aus dem, einfach was verkauft wird, weil er sonst ja nicht nachkommt. Also, da muss ich echt sagen, auch wenn ich die Idee super finde, muss hier noch ein bisschen was passieren. Wir haben übrigens 95 Tilapias verkauft und 35 von den anderen. Also das ist der Fakt. Ich nehme jetzt noch einmal den Römersalat mit raus, weil ich gerade hier bin. Und dann gucken wir uns die Statistik an. Und dann beschließen wir das für heute, würde ich sagen. Zack. Und zwar
haben wir verkauft für 4.285 abzüglich der Sachen, die wir kaufen mussten, waren es 3.800. Wir haben also einen Kontostand von 20.000. Das ist schon mal gut. Wir brauchen noch 5 Tilapias und noch 65 Pangasen, um das nächste Ziel zu erreichen, um das hier zu erreichen, um dann in Kapitel 8 zu kommen. Aber ich würde sagen, das schaffen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Dann sollen wir nämlich neue Mitarbeiter einstellen. Warum geht das immer wieder weg? Ich weiß es nicht. Und das Geräusch nochmal, sorry, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber es kann nur von dem Spiel kommen. Dann kommen nämlich nochmal 3 neue Fische ins Spiel sozusagen. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's wie immer gut und bitte vor allem bleibt gesund, ja? Ciao, ciao!